So, willkommen zurück. Jetzt hoffentlich mit Ton. Ja. Verdammt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, und wir werden jetzt in Berlin angegriffen. Beim letzten Mal haben wir verloren. Das wollen wir nicht wiederholen. Deshalb. Das ist eine Kavallerie, die machen nichts. Wobei, das können wir drin lassen. Ich glaube, die sollen ja auf der Mauer bleiben. Dann stelle ich nicht noch da. Schießt. Jetzt. Ist jetzt geht schießt. Sieh mal, wie die am Scheiß aufgestellt Döse auf der Mauer. Schießt halt die Intelligenzbestien. Ha, schon zu spät.
hätte ja mal einwandfrei klappen können, ne? Lol, die haben keine Bajonette. Hä? Interessant. Schicke Aufstellung übrigens. Jetzt schießt. Geht doch. Und Feuer. Die haben doch auch keine Bajonette. Was wollt ihr eigentlich auf der Mauer? Ich glaube mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass ich die scheiß Kavallerie da noch wegmachen muss. Und die Pikeniere. Klar, natürlich. Jetzt. Sehr gut. 9 Verluste. Naja. Ach, jetzt haben die ja noch die Stadt. Scheiße. Ich habe noch 3 Provinzen und die eine davon ist Finnland. Die Bevölkerung hier nur langsam wächst, sollten sie ihre Bauernhöfe verbessern oder die Steuern senken. Wenn sie die Nahrungsmittelversorgung und das Einkommen der einfachen Bevölkerung verbessern, sinkt die Kindersterblichkeit, was zu einem erhöhten Bevölkerungswachstum führt. So. Ich will die Stadt natürlich wieder haben. Genauso wie die. Und die. Und jetzt, meine Freunde. Nein, ich gebe euch nicht Finnland. Ich gebe euch immer noch nicht Finnland. Krieg mit England? Echt jetzt? Großbritannien?
Kriegen jetzt schon relativ viel Geld. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. So. Und so. Gut, gut. Ich speichere trotzdem nochmal. Kann es sein, dass ich mir die gar nicht mehr zurückholen kann, weil ich da durchs feindliche Gebiet muss? Oder darf ich ja durchlatschen? Nee, ne? Ich habe das Gefühl, die wollen die Armee auf Berlin schicken. Ach so. Was haben wir hier? Die müssen dann noch irgendwann mal St. Petersburg einnehmen. Oh, das kann ja lustig werden. Das wird echt spaßig. Ah, okay. Soll ich mir mal fürs nächste Mal merken, dass wir da oben auch ein bisschen Infrastruktur haben. Das wäre nämlich sehr schön. Es geht ums Image. Da die Bevölkerung hier nur langsam wächst, sollten Sie Ihre Bauernhöfe verbessern oder die Steuern senken. Wenn Sie die Nahrungsmittelversorgung und das Einkommen der einfachen Bevölkerung verbessern, ja, sinkt die Kindersterblichkeit. Fein. Gut, es gibt wieder Zufriedenheit, das ist sehr schön. Haben wir noch was ausgebaut gehabt? Hier oben irgendwo, na gut. Gut. Gut, gut, gut. Aber dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.